Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition, neue Aufnahmesession. Wir sind jetzt auf dem Weg in die verlassene Mine. Wir müssten hier Venatori finden. Meine Stimme ist noch in Morgenlaune. Oder sie sind keine Venatori, sondern nur Spinnen, die hier überall rumliegen. Den ganzen Tag warten sie auf dem Boden, wie ihre Artgenossen. Das Opfer in ihren Weg laufen. Ist ja nicht so, dass eine Spinne vielleicht im Spinnennetz hocken würde. Ich glaube, auf dem Boden. Welche Spinnen fallen mir ein, die nur auf dem Boden jagen? Welche Tarantel macht kein Netz? Wenn ich mich recht entsinne. Jedenfalls keins, um zu jagen, oder? Man sieht sie so selten auf Netzen hängen. Dann gibt es ja diese Lasso-Spinne, die ich sehr lustig finde. Die fährt, die macht ja nur einen Faden. Lässt die raushängen. Und, ja, sobald da irgendjemand sich dran heddert, ne, also sich verheddert damit, dann hüpft die irgendwie runter und spinnt das Wesen schon lebend ein. Und das Lustige ist, dass die wirklich auch größere Gegner sofort betäuben und, ja, wie soll man sagen, erledigen kann. Ich glaube, die hieß die Lasso-Spinne. Sehr naheliegend also. Und die hat dann den Faden auch nur an einem Beinchen so, ne? Und fühlt dann halt immer, ob gerade was zieht. Das Wunder der Natur einfach. Unentdeckt. Ja, das sind die Eingänge zur Mine. Notiz von einem Templer. Benedikt, brecht die Zelte ab. Alle Pläne für die Mine in den Westgraden sind geplatzt. Die Inquisition ist in eure Richtung unterwegs. Verscharrt alle Leichen und begebt euch nach Emprise Dulion. Emprise Dulion. Vernon. Widerwärtig. Ach, da sagst du was. Kann ich auch von hier unten schon plündern? Naja, also muss ich nochmal da hochklettern. Toll, ein Ring, der das Zerstören von Barrieren verbessert. Um 5%. Als wenn mir die irgendwann fehlen würden. Ach, das war schon das Quest mit dem Venatori. Das ist, glaube ich, obere Ebene. Wir kommen hier in einer ganz anderen Ecke jetzt wieder raus. Genau, hier hinten. Das haben wir ja schon erforscht. Das ist ja hier diese, die stillen Ruinen. Hier waren wir auch schon aktiv. Dann können wir ja zum Lager zurückgehen. Und von hier aus nach Norden ziehen. Dann haben wir noch einen Riss auf dem Weg. Und hier ist noch irgendwas Unentdecktes im Norden. Ach, hier ist noch sogar eine Truhe versteckt. Ah, aber nur Krimskrams. Da haben wir ja fast schon die Westgrate durch, oder? Bis auf den Drachen zu töten. Naja, fast durch bedeutet wahrscheinlich drei Parts. Boah, und ich habe
Ressourcen über Ressourcen und Ressourcen hier gesammelt. Machtpunkt. Na komm. Ein Machtpunkt für die Inquisition haben wir auch freigeschaltet. Da wäre eigentlich mal interessant, wie viele man bis zum Ende erreichen kann. Na, komm her. Wir wollen gucken, wo die Scherben liegen. Eine da hinten. Zweite da. Wo ist denn die dritte? Über uns. Kommt, Leute, nutzt die Treppe der Macht. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Oh, Gott sei Dank, bist du der Erste, der hochkommt. Einfach toll, was der so kann. Ob er auch ein Zimmer so tapezieren kann? Könnte ich gebrauchen. Einfach Tapeten in die Mitte und alles tapeziert. Alle sagen, yeah. Ja, schön, dass ihr jetzt alle hier oben seid. Jetzt können wir alle wieder runtergehen. Da vorne ist ein verschlossenes Tor. Da sind zwei Wächter. Wie in der unendlichen Geschichte. Atrio, zeig, Nick, dass du keine Angst hast, wenn du die beiden Wächter passierst. Sonst verwandeln sie dich in Staub. Ja, das hört sich sehr erfolgreich an für mich. Ist ja nicht so, dass die Indianer schon genug leiden mussten. Ja, jetzt muss ich doch erst kämpfen. Jag die Penner in die Luft. Dam, 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 da, dam. Ihr könnt alle nix. Kommt her. Das war klar. Weg, weg, weg. Ach, schön. Gut, dann können wir den Riss auch schließen. Das waren dann erstmal alle ersichtlichen. Ring der kritischen Trefferchance, okay. Also sieht es aus, wenn ich durchs Tor einfach so durch kann.
Guck mal, da hinten baut er so eine total komplexe Gruppe. Gruppe. Total komplexe Brücke. Und hier einfach nur drei Balken. Dementsprechend, wie die Entwickler gerade Bock hatten. Moment, was war da? Irgendwas hat er mir angezeigt, aber ich glaube, es war auch einfach nur ein Paragon-Schimmer. Boah, hätte ich auch mal Magier. Ich hätte auch Magier spielen können. Magier ist eigentlich auch richtig cool. Aber ich wäre kein Elf geworden. Ich wäre auch Menschenmagier. Spitzohren sind nicht so mein Fall. So, 9 von 14 Scherben. Alle wieder runter. Ein Elf auf einem Rentier. Das ist die die Forellen-Weihnachtsgeschichte. So kam der Elf durch die Wüste mit dem Totenschädelstab und einem Pack voller Rutenschläge nach Forellen zum großen Tor. Tore von Thoth. Nicht gut. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, dann weiß ich sogar wo. Also nicht hier draußen rum. Ach, so eine Interhaken-Harpune wäre echt gut. Ah, dann kommen wir noch gar nicht dahin. Weil hier sind ja diese Schwefelfelder. Also muss ich wirklich einmal zurück in die, ja. In die Himmelsfeste. Dann können wir wenigstens mal wieder mit unseren ganzen Gefährten quatschen. Wir haben auch das eine andere Quest, was wir abgeben müssen. Vielleicht passiert ja auch irgendwas Sinnvolles. Nein, erstmal werden wir nur gespawnt. Ah, gut, Blackwall ist hier hinten. Na, komm. Wir müssen auch zum Tisch mal wieder. Oh, ich glaube, bei dir war ich noch nie kaufen, verkaufen. Mit einem wachsenden Sie mehrere Herrschaftsfamilien versehen, sichert unbekannte Gefälligkeiten durch ungeahnte Akteure. Durchreisefreie Marschen. Achso, damit kann ich meine Macht erhöhen. Beim Händler. Mit Geld. Und dann würden sie noch einen Ingame-Store machen. Das ist nur eine kleine Fingerübung. Ich bin dankbar, dass ihr mich gefunden habt. So aufregend meine Wanderungen durch die Wälder auch waren, das hier ist besser. Es ist gut, Teil von etwas derart Wichtigem zu sein. Von etwas, das wirklich etwas verändern könnte. Es freut mich, dass ihr das so seht.
Ich klinge wie eine Schwester der Kirche, nicht wahr? Wie eine alberne, kleine Anwärterin. Aber was soll's? Ich schätze, ihr habt euch meine Loyalität verdient. Und meinen mädchenhaften Enthusiasmus. Wem man folgt, entscheidet, wer man ist. Hat mir mal jemand gesagt, ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was er damit gemeint hat. Ja, das ist sogar weise und spricht jetzt nicht für dich. Das ist ausgesprochen weise. Es war ein Chevalier, der diese Worte zu mir gesagt hat. Ein mächtiger Mann, aber niemals ehrlos, ein wahrer Ritter. Wir begegneten uns als Kontrahenten im großen Tournai. Er gab mir diesen Rat, bevor wir wieder unsere Wege gingen. Er hatte seine Ambition zurückgestellt, damit ich den Behurt gewinne. Ich habe ihm nicht einmal gedankt. Er muss doch im Gegenzug für seine Hilfe etwas von euch gewollt haben. Er wollte einen Schüler. Einen Knappen. Jemanden, den er lehren und formen konnte. Er kannte mein Potenzial. Als es vorbei war, bot er mir an, mein Mentor zu werden und mich zu lehren, ein Ritter wie er zu werden. Und ich, jung und dumm wie ich war, schlug sein Angebot aus. Ich hatte gerade den Buhurt im großen Tournai gewonnen. Ich brauchte ihn nicht. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Anders heißt nicht zwangsläufig auch besser. In diesem Fall schon, denke ich. Aber ich bin jetzt älter und hoffentlich auch klüger. Ich denke, ich habe mich entschieden, der richtigen Person zu folgen. Na? Es heißt, ihr habt etwas gefunden, das mit den Wächtern zu tun hat. Ich hätte es gern gesehen. Nichts im Moment. Vielleicht später. Stimmt, mir fehlt noch einer. Wechseln wir wieder auf dem Pferd, oder? Das sollte helfen. Ein richtig schön weißes Tier. Es ist alles in bester Ordnung. Geht es eurer Frau und eurer Tochter gut? Elena kümmert sich um die Höfe. Und Sienna führt immer noch ihre törichten Rennen durch. Es wäre nicht richtig, sie hier raufzuschleifen. Natürlich vermisse ich sie. Aber irgendjemand muss ja schließlich die Welt retten. Korrekt. Lebt wohl. Der Bauer stehe euch bei. Das tut er sowieso. Genau, hier wollte ich eigentlich hin. Tja, 11.000. Dafür habe ich zu wenig gerade. Genügsamer Boden, Bogen. Griff leer und Rune leer. Stufe 17, Kriegervoraussetzung. Du mich auch erstmal. Ich glaube, den habe ich sogar noch gebraucht. Verkaufe ich mal eben alles, was ich nicht brauche. Beziehungsweise was grau ist erstmal. Warum sind die denn besonders selten? Weg, weg, weg. So, hier können wir noch den Talisman verkaufen und sonstigen Kram. Die Sachen müssen wir ja wegbringen.
mir leid, aber der Quartiermeister erwartet eine Antwort. Ist bei dir was Neues? Wie geht es euch? Blüht das Geschäft? Die Geschäfte laufen von Tag zu Tag besser. Dank euch. Die Himmelsfeste muss verlässlich mit Waren versorgt werden. Wie kann ich helfen? Eine der wichtigsten Festungen ist wieder frei. Macht so weiter, dann wird das schon. Toll. Das nenne ich mal Missionsvielfalt. Sind wir ein bisschen blass heute, Inquisitor? Zu viel Gallensaft vielleicht? Soll ich euch schröpfen oder wie wäre es mit einem Kräutertrunk? Adan? Kennen wir uns? Haven war am Ende, Herold, Inquisitor. Aber ihr habt mir geholfen. Und anderen. Dafür werden wir uns revanchieren. Ihr bekommt einen Titel und mir treten sie in den Arsch. Großartig. Ich meine, danke für mein Leben. Stets zu Diensten. Läuft. Aber Kallen steht jetzt gerade hier unten nicht mehr. Müsst ihr nicht eigentlich hier sein? Egal, wir gehen jetzt erstmal noch abschließend zur Tafel. Inquisitor. Hier wird immer noch gebaut. Recht hat sich selbst behauptet. Wir werden sehen. Sollten mal langsam fertig werden hier. Wen hast du denn schon wieder hier rumstehen, Josephine? Inquisitor, ich muss euch sprechen. Worum geht es? Ich muss euch zunächst etwas über die Rückschläge erzählen, die Montiers erleiden mussten. Meine Familie hat ihr Vermögen als Händler in Antiva gemacht, bis wir vor Ewigkeiten infolge eines Skandals aus Orlais verbannt wurden. Das hat uns finanziell ruiniert. Um genau zu sein, sind die Montiers seit mehr als 100 Jahren verschuldet. Ihr wirkt gar nicht verarmt. Dafür, dass ihr verschuldet seid, scheint ihr euch aber ziemlich gut über Wasser zu halten. Das genügt nicht. Nur ein Unglücksfall und wir sind endgültig ruiniert. Wir haben über Generationen hinweg alles getan, um unsere Gläubiger zufriedenzustellen. Wir haben Ländereien verkauft, um die Zinsen zu begleichen. Es macht mich einfach so wütend, mit ansehen zu müssen, was aus meiner Familie geworden ist. Ich stehe kurz davor, das Oberhaupt unseres Hauses zu werden. Wenn ich noch mehr Land verkaufe, ist meine Familie vollkommen mittellos. Das darf nicht mein Vermächtnis sein. Die meisten Leute sorgen sich um ihre nächste Mahlzeit, nicht um ein Vermögen. Ich bin nicht blind, aber ich mache mir Sorgen um meine Familie. Meine törichte Schwester Yvette mit ihren Tagträumen. Meine Brüder, die versuchen, unsere Flotte mit ihren eigenen Händen wieder aufzubauen. Ist es denn so falsch, darauf zu hoffen, dass sie niemals Not leiden müssen? Kann ich irgendetwas für euch tun? Ich hatte unsere Probleme beinahe gelöst. Zumindest sah es eine Weile lang so aus. Ich habe eine Möglichkeit ausgehandelt, die Montiers wieder als Händler in Orlais zuzulassen. Das wäre die Basis für unseren Wiederaufbau. Aber als ich die Dokumente nach Val-Royaux geschickt habe... Ich habe erfahren, dass meine Boten ermordet wurden. Die Dokumente, die den Handelsstatus meiner Familie wiederherstellen würden, sind vernichtet. Wer hasst die Montiers so sehr, dass er so etwas tun würde? Liliana hat Nachforschungen angestellt, die bereits Ergebnisse gebracht haben. Comte Boisvert, ein Adliger in Val-Royaux, behauptet zu wissen, wer meine Boten ermordet hat. Er hat allerdings die Bitte geäußert, dass ihr mich zu dem Treffen mit ihm begleitet. Er möchte dabei gesehen werden, wie er mit euch konferiert. Wenn es nötig ist, um dieser Sache auf den Grund zu gehen, begleite ich euch zu diesem Treffen mit dem Comte. Ich danke euch, Inquisitor. Es bedeutet mir, ihr seid zu freundlich. Ich muss wissen, wer meine Kuriere getötet hat, nur um meiner Familie zu schaden. Hm. Das ist aber, schön, dass du die Mitte der Inquisition schon genutzt hast, um deine Familienangelegenheiten zu klären. Zum Beispiel meine Spionin einfach nutzt. Finde ich gar nicht gut. So, erstmal ein Inquisitionsbonus.
ihr bei der Suche nach dieser Anführerin der Venatori irgendwelche Hilfe braucht. Ich habe noch Kontakte in Tevinter. Danke, aber ich möchte möglichst wenige Leute mit in die Sache hineinziehen. Calpurnia hat eine Gabe dafür, Spione in ihrer Nähe aufzuspüren. Nein, das war's nicht. Okay. Wahrer Mut. Das ist ja auch Blödsinn. Du erhältst eine Auswahl von Pflanzen der Stufe 1. Machen wir mal Kundschafter. Dann finden wir die Sehenswürdigkeiten schneller. Jetzt haben wir auch 4 Punkte, dann kann ich nachher geschickte Hände gute Werkzeuge. Also nachher, beim nächsten Inquisitionsboni-Punkt. Aber sammeln wir mal erstmal ein. Runen des Verderbens. Fortsetzung der Arbeit ihrer Vorgängerin. Aktuelle Fortschritte und Ergebnisse. Bestimmte Pflanzenfresser scheinen besonders empfindlich auf Störungen zu reagieren, die durch Risse verursacht werden. Betroffen ist vor allem das Migrations- und Paarungsverhalten. Auswirkungen auf das Verhalten von Räubern offensichtlich. Erfordern jedoch weitere Studien. Durch das Studium von Veränderungen im tierischen Verhalten habe ich etwas entdeckt, das für die Soldaten der Inquisition nützlich sein könnte. Das menschliche Verhalten ist auf ähnliche Weise unvorhersehbar. Ich werde diese Erkenntnisse weiter erforschen, sofern mir nichts Gegenteiliges mitgeteilt wird. So, haben wir einmal Geld gesammelt und hier oben hatten wir noch zwischen Adelsfamilien Ostwick vermitteln. Lieber Vetter, ich hätte nicht erwartet, dass ihr uns rettet, wo wir uns doch seit Kindertagen nicht gesehen haben. Aber ihr habt es getan und dafür danke ich euch. Die Sprache der Diplomaten ist mir fremd und wären eure Diplomaten nicht eingeschritten, hätte sich dieser sinnlose Streit weiter verschärft. Die Inquisition hat also nicht nur den Stolz dieser Familie gerettet. Ich habe einige gute Arbeiter entsandt, um eure Sache zu dienen. Solltet ihr je nach Ostweg kommen, seid ihr an meinem Tisch jederzeit willkommen. So, sind ja alles nur Ressourcensammelsachen. Dann können wir in Orlaima anfangen. Meine Güte, blink blink an allen Ecken. Kristall in Venatori Hauptquartier deponieren. Das wissen wir ja noch. Dann wollen wir doch mal sehen, was das ist aus der Mission, die wir gemacht haben. Ein Bataillon für Sierra und Vecchiel. Kann ja nur Soldaten sein, ne? Nun denn. Über die Nachfolge von Lysis entscheiden. Eine Geschichte über den toten Herzog. Wir stehen euch zu Diensten. Meine Güte. Im Prix du Lion, das ist ja da, wo die Venatori hin abgehauen sind. Venatori im Westen unterbinden, Ursprung der dunklen Brut finden. Den Drachentext übersetzen, Metalle sammeln. Tja, so viel erstmal dazu. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde der Spiegeltour, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Inquisition. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Bis dahin, ciao, euer Doc.